Bin. So, nächste Folge. Geht direkt weiter. Öffne dich. Da ist halt noch ein Big Daddy. Das wäre. Nee, das ist nicht Big Daddy, das ist wieder nur so ein Ding. Irgendwo stand auch die Nummer, die können wir uns eigentlich gleich mal kurz angucken und merken, falls wir die brauchen. 0126. Eventuell ist das ja ein kleiner Hint gewesen, dass das da steht. Vielleicht braucht man das ja. Also 0126 fürs Büro. Das können wir jetzt auch gleich direkt theoretisch mal probieren. 0126. Ich bin gut! Haha. Aber wir machen jetzt erstmal das bisschen an der Bombe fertig, was wir fertig machen können. Wir müssen nur aufpassen, dass hier kein Feind ist. Gibt es hier irgendwas? Ein bisschen Kerosin. Das ist immer gut zum Basteln. Den haben wir schon durchsucht gehabt. Den auch. Wow. Eieieiei. Bin ich ja fast schon wieder tot hier. Ich bräuchte halt auch mal ein bisschen Schrot Neues, aber es findet sich so selten. Ah, 14 Napalm lohnt sich eigentlich auch nicht wirklich. Nehmen wir erstmal hier den Kollegen. Hier hat man eh alles durchsucht. Das heißt, wir können jetzt hier die ersten Sachen bauen. So, und jetzt brauchen wir ja nur noch ins Büro reinzugehen, theoretisch. Ich wollte das nur erstmal erledigt haben und würde mal kurz speichern. Dam didel dumm. Jetzt haben wir wieder Musik im Hintergrund. Das hat ein Video der Hölle mit YouTube rum. Ist aber halb so wild. So, hier lang. Langsam sterben wir auch nicht mehr so oft. Das finde ich mal sehr positiv. Wenn ich das mit dem Anfang des Let's Plays vergleiche, da ist man ja gefühlt alle 5 Minuten gestorben. Siehst du, ich hätte hier mein Päckchen aufheben können, hätte mir für 16 Dollar eine Heilung kaufen können und gut wäre es gewesen. Ich bin aber manchmal auch dämlich. Können wir hier irgendwie die Dinger treffen? Ja. Oh, warte mal, das müsste doch auch anders gehen. So verbraucht wenigstens nur Eve. Es sind noch viele solche Dinger hier. Das ist ja Wahnsinn. Ah, das war vielleicht ein bisschen doch zu. Das trifft man halt aber auch kaum. Was könnten da noch helfen? Feuer? Da ist auf jeden Fall so ein Finger angebracht. Wo kommen denn die anderen her? Ich sehe die halt auch nicht wirklich. Da unten ist noch eins, das ist das schon mal weg. Dann kommt hier noch eins her. Und ich bringe mich dabei auch noch fast selber um, na toll. Ich höre irgendwas. Ich glaube. Oh Gott, oh Gott. Bevor ich hier weitermache, hole ich mir, glaube ich, erstmal ein bisschen Leben. Ach, hier gab es nur das. Verbandskästen. 1, 2, 3, 4, 5. Erstmal heilen. So. Immerhin, ich glaube, ich habe. Sag mal. Geht doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe immerhin mehr MG-Patronen bekommen, als ich verbraucht habe, aber das hat sich ja jetzt schon wieder geändert. Vielleicht kann ich den bis da reintragen? Kann ich doch einfach so einen Stuhl dagegen werfen? Ja! Ach nee, das ist so ein Stuhl. Ich wollte gerade sagen, das ist ja kein Stuhl. Ach, nicht getroffen. Noch irgendwas habe ich doch getroffen. So, dann können wir hier. Renne. 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 Wie lange brennt denn das jetzt hier? Guck. Was ist das? Nee, das ist hier drüben irgendwo. Da. Renne. Hey, die Witzka. Das ist das nächste. Das ist auch schon wieder was.
kann ich mir jetzt nicht hier einfach... Ich hole mir jetzt einfach noch irgend so einen Stuhl oder sowas. Das ging ja ganz gut eigentlich. Halt, es hängt gerade. Ach so, okay, deswegen. Bauen. Ah, hier vorne, das hat's natürlich nicht umgelegt. Das ist doch die Fall. Ach, das ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, deswegen. Aber jetzt müsste ich ja wieder theoretisch. Das vielleicht sogar, wenn ich hier. Nee, ich kann da nicht einfach laufen. Oder machen wir es so. Das kommt von irgendwo von hier. Und aus. Das ist eh Munition und sowas. Ah, das geht auch. Das ist ja cool. Ionisches Gel gesammelt. Und weg damit. Ist noch irgend sowas? Und weg damit. Upgrade. Ein kostenloses Upgrade ist immer schön. Magazingröße, Chemo, Verbrauch. Das ist natürlich auch nicht schlecht, dann ja, haben wir weniger Verbrauch. Hier erstmal alles durchgucken, was der Gute hier noch so gesichert hat. Erstmal die schönen Zigaretten aus dem Müll. Und das sieht so aus wie hier, genau. Ist da noch irgendwas drin? Nee. Nitroglycerin, ja, da müssen wir jetzt ran. Die Frage ist nur, wie kommen wir daran? Wir haben doch hier auch so einen Geheimgang entdeckt gehabt. Die Frage ist, wo geht der rein? Und kann man hier nicht so ein bisschen mal umräumen und gucken, ob wir hier irgendwo reinkommen? Hier schon mal nicht. Ich wette, in den Geheimgang oder so lässt sich das dann irgendwie öffnen. Oder es gibt hier einen geheimen Knopf irgendwo. Hat er einen Schlüssel? Nee. Der, die das hat, keinen Schlüssel. Hier ist auch nicht noch irgendeine Öffnung. Ist hier auch nicht. Ja, Da ist sein Büro hier auf jeden Fall. Durchsucht haben wir ja eigentlich alles. Gibt es dazu jetzt einen neuen Hinweis vielleicht? Hat sie in seinem Büro eingeschlossen? Ja, na gut. Das wissen wir ja. Und es sieht so aus, als ob man da irgendwie von hinten rankommen kann. Ich weiß halt nicht. Du kannst es aber auch nicht. Das ist ja doof. Wie kommt man da jetzt aber ran? Müssen wir doch nochmal gucken, ob es irgendwo einen Weg gibt. Das ist ja doof. Ich will da durchklettern, ich will das auch können. Hier gab es auch keine alternativen Wege rein. Ja, stand gerade irgendwo was. Ach, ein Bolzen von mir, okay. Da ging es dann nur dorthin. Ich dachte eigentlich, nachher ist man immer schlauer. In diesem Fall irgendwie nicht. Oh, ja, ich bin gerade so ein bisschen ideenlos. Der, die klemmt ein bisschen. Ich glaube, der hat sich ein bisschen mit einer Bohrmaschine verklemmt. Was haben wir noch Schönes hier zum Finishen? Das klingt doch gut. Der Splitterkanade. Damit sollten wir ihn finishen können. Oder auch nicht. Fuck, wäre ich mal da hinten geblieben.
Tut mir leid, Kleiner. Ich muss dich mal ausbeuten. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall davon noch ein bisschen was. Und langsam gehen auch die Big Daddies einfach. Also ich war halt wirklich am Anfang kacke. Aber ich habe so viel Adam. Ich bräuchte auch mal wieder so eine Station, wo ich es einsetzen kann. Ja, ich soll da rein. Ja, gut. Da war ich drinne. Ich muss nur irgendwie hier an das Scheißzeug kommen. Das kann doch nicht sein, dass das hier zu ist. Ich verstehe das nicht. Das ist doch nur so ein olles Drahtding. So, Munitionsverschwendung ist eigentlich auch nicht mein Ding. Die Frage ist, da kommst du halt auch nicht irgendwie von hinten ran. Wenn ich hier irgendwas kaputt machen kann und dahinter einen Tunnel freilegen kann oder was weiß ich nicht, aber nee. Das war nur mein Upgrade. Das ist nur hier Madame. Im Mülleimer ist auch nichts versteckt. Wo könnte denn noch was versteckt sein? Hier ist alles dunkel. Hier haben wir überall nachgeschaut. Wüsste ich halt gerne. Ich könnte halt mir vorstellen, dass man hier irgendwie von hinten dann da rankommt, aber die Frage ist halt wirklich, wie? Das macht mich gerade ein bisschen körre. Wie kommen wir dahin? 5 Stunden später. Oh, Mann. Das ist so, man steht kurz vorm Ziel, man weiß, wo man hin muss und es geht einfach nicht. Liegt ja quasi da hinten. Hier kommt man aber auch nirgendwo durch. Hier kommt man auch nirgendwo lang. Ich sollte hier vielleicht mal wieder meine Waffe ziehen. Das ist das. Hier ist nur Schränke. Und ich sag mal. Ah, fuck, nicht getroffen. Nicht gut. Und das war auch nicht gut. Dann halt so. Können wir hier irgendeinen Bolzen wieder, den wir verschossen haben? Ich dachte gerade, hier kann man irgendwas abfackeln. Geht aber auch nicht so richtig. Wir können nur noch mal hier schauen, ob wir vielleicht irgendwo was übersehen haben. Ob wir hier vielleicht sogar schon in der Nähe vom Büro sind. Und das dann einfach nur dahinter ist oder so. Das hätte ich diesem Spiel glatt zugetraut. Ob das so verlogen ist. Jetzt muss ich das wieder durch. Ne, hier ist nichts. Ich sehe hier aber auch keinen weiteren Gang oder sowas. Ich muss also wieder in das Büro. Ach Gottchen. Dann gucken wir halt nochmal in das Büro. Irgendwas müssen wir irgendwo hier übersehen haben. Ich hoffe, der komische Heini bleibt jetzt tot. Ich höre was. Egal, wer weiß von wo. So, hier kommen wir auf jeden Fall nirgendwo weiter. Wir haben ja eigentlich alles durchsucht. Wer weiß, dass das wieder vom Käse ist, dass das nicht funktioniert. Ich kann auch dagegen werfen, was ich will. Aber auch nicht irgend so eine Spezialfähigkeit, die mir da irgendwie weiterhilft. Ach Kacke, ist doch doof. Ich meine, ich höre ja die ganze Zeit so einen Kerl rumbrüllen. Ich wüsste gerne wo. Vielleicht von weiter oben irgendwie runter. Wir gucken jetzt mal hier oben rum. Ja, wo ist auch noch die Decke? Hüpf, hüpf.
Bam. Also kann man auch, glaube ich, nichts aufsammeln. Ein bisschen Geld. Hier brüllt nämlich auch irgendwas die ganze Zeit, verzeih mir, Vater. Und ich wüsste gerne, wo. Hier kommt man aber auch nirgendwo runter. Ja, und hier will ich mich nicht anlegen. Und hier geht's ja wieder raus. Genau. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Hat nichts doch hier. Ich hab halt. Ich fühle null Munition und ich krieg doch nützen halt kaum was. Das ist doch nicht normal hier. Munitionsknappheit. Schluck das. Oh, da ist noch jemand. Ich brauche noch irgendwas zum Werfen. Da. Nee. Da. Noch so ein Heini irgendwo. Sieht nicht so aus. Mal hier alles einsammeln, was hier so rumliegt. Müssen wir uns halt ein bisschen mit der Umgebung behelfen. Hier lag doch irgendwas noch. Genau. Kuchen und Stahlspitzen. Ja, toll. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn... Ich frage mich hier nicht langsam. Hier war doch auch... Hier war auch nichts weiter. Hier ist auch nichts weiter. So ein bisschen Munition. Hier können wir mal gucken, ob wir uns irgendwas bauen können, was uns hilft. Ich glaube nicht, dass uns da panzerbrechende Dings weiterhelfen, aber wir können uns mal welche bauen. Ist vielleicht nicht so verkehrt. Neue Bolzen. Haben wir noch andere Bolzen, die wir uns hier bauen können? Nee, wir haben eh jetzt nichts weiter zum Bauen. Das sind irgendwelche Druckventile. Hier war nur der Safe. Das haben wir alles schon geöffnet. Ich bin echt ein bisschen ratlos. Da kommt man vielleicht... Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Aber es ist doch wirklich... Ich habe echt keine Ahnung, wie ich da hin... Das Ding dagegen werfen wird auch nicht viel bringen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Irgendwie muss man das doch aber machen. Krabums! Ja, Nitroglycerin. Das ist doch doof. Hat sie in seinem Büro eingeschlossen? Ja, das habe ich gemerkt. Überlastet den Kern und Dings. Aber ja, wenn wir nicht drankommen. Nur noch mal gucken, ob wir hier irgendwo irgendeinen Schalter übersehen haben oder irgendwas. Das ist hier irgendwie. Ich meine, wir reden hier von einem Holzschreibtisch. Also ist es auch nicht so, dass du da irgendwelche Geheimfächer oder was weiß ich nicht hast. Und das ist alles Holz, das kann man theoretisch abfackeln. Hier ist halt die Rohrpost, da haben wir aber auch schon geguckt, da kann man auch nichts mit anfangen. Hier sind Bücher und der andere Schreibtisch. Na, sag mal. Ich schaue hier gleich nach, was wir machen müssen. Das regt mich gerade auf. Das regt mich gerade sehr auf. Oh, es ist doch Tisch verbrannt. Warte mal, was ist das? Behälter sind Objekte wie Tische, Schränke. Drücke E, um einen Behälter zu öffnen. Drücke noch einmal E, um Inhalt zu öffnen. Wenn du einen Behälter bereits ausgelöst hast, erscheint das Zeichen des Behälters in grauer Schrift. Ja, gut, okay, das hilft mir jetzt nicht sonderlich weiter. Geld, Behälter, Aufzeichnung, E-Spritze, Plasmide, das ist alles die älteren Tipps. Da ist es aber irgendwie auch nichts dabei, was uns helfen könnte. Reparaturzentralsteuerung.
Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Anderes. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Wie kommen wir dahinter? Ich meine, das ist Holz. Das würde mich nicht wundern, wenn man das irgendwie kaputt machen kann. Erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter irgendwie verwirrend auslösen. Ich mach gleich erstmal hier einen Cut. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt dabei in die Luft. Naja, hier kommen wir nämlich auch nirgendwo hin. Ich mach mal einen kurzen Cut.